Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black. Ich arbeite am ME-System, Leute. Ja, am echten, richtigen, echten ME-System. Und ja, dazu brauchen wir erstmal ein wenig Zertus-Quarz, gelehrter Zertus-Quarz-Kristall. Nein, wir brauchen normalen Zertus-Quarz-Kristall. Da habe ich aber auch noch ein bisschen was. So, dann brauchten wir... Muss ich jetzt nochmal gucken. Wie ging der Fluix-Kristall nochmal? Da ist er. Wirf eingeladenes Zertus-Quarzstück, ein Netherquarz und Redstone-Staub nebeneinander in eine Pfütze und warte einen Moment. Okay, ich denke mal, das ist machbar. Also eingeladenes Zertus-Quarzstück, die habe ich da drüben. Redstone haben wir hier. Netherquarz müssten wir oben haben. Wupp, wupp, genau. Und zwar hier drin. Ja, drei Stück. Das ist jetzt nicht die Welt, aber was kostet sie denn, die Welt? Drei Stück müsste vielleicht sogar reichen. Wenn ich mir jetzt so überlege, so ganz überlegenderweise und so. Stainless Steel habe ich ja auch nochmal. Na sowas. Ja, aber alles zu seiner Zeit. So. Also, geladenes Zertus-Quarzstück. Das Zeug dafür raus. Genau. Pfütze. Pfütze? Draußen ist wieder dunkel. Hallo? Nee. Weißt du, was wir machen? Ich mach mal eine Pfütze drinnen, denn ich habe ja da irgendwo einen Platz frei. So, das heißt, Wasser her. Und wo war denn jetzt Loch? Da hinten. Dann mache ich hier mal die Pfütze rein. Erstmal, versteht sich. Und haue da rein. Ich weiß nicht, ob ich die einzeln kann. Ich glaube schon. Aber schadet nicht, wenn ich so mache. So. So, blüm, da haben wir ein geladenes Zertus-Quarzstück. Juhu. Welches ich natürlich nicht aufsammeln kann, weil ich wieder voll bin wie nichts Gutes. So, sogar zwei haben wir da. Cool. So, hopp, hopp und hopp. Mal schauen, wie viele wir da rauskriegen. Oder ob sich da was verbindet. Ja, verbindet sich gut. Plupp. Hat den Volk Shocking und Unnatural erzielt. Juhu. Shocking, weil ich das Zeug eingesammelt habe. Und Unnatural, weil ich Unnatural habe. Was willst du denn schon wieder hier, Jüngchen? Scannst du wieder was? Mal wieder. So, okay. Logi-Prozessoren wollte ich machen, genau. Dazu musste ich erstmal gucken, wie die wieder gingen. Logi-Prozessoren, Siliziumdruck, zwei Stück. Kriegen wir hin. Erstmal runtergehen. Was machst du hier? Ich baue. Ich baue. Huch, hier ist ein Enderman in der Bude. Aha. Komm mal her. Ich folge dir. Komm mal her. Jag mal den Enderman. Der Doofkopf. Wo ist denn der hin? Put, put, put. Aha. Aha. So. Aha, ey, hau mich nicht, ich habe keine Rüstung. Ja. Entmute dich mal, Mister. Du folgst mir also? Du folgst mir? Du folgst mir? Du hast keine Rüstung? Ich habe keine Rüstung. Auf meinem Grundstück kann ich ja alles abbauen, was ich will, ne? Komm, bleib mal stehen, bleib doch mal fein stehen hier, bleib mal her. Nee, lass mal lieber. Nee, ich habe nämlich eine kleine Sache. Vielleicht kann man da auf jeden Fall sogar mal ein bisschen Handel betreiben. Guck dir das an. Das ist nur ein Thaumonomikum, hab ich auch. Nein, das ist kein Thaumonomikum. Das ist kein Thaumonomikum. Buch des Wissens teilen, ach so. Ja. Was willst du denn da teilen? Was hast denn du erforscht, was ich nicht schon habe? Was hast du erforscht? Oder wie weit hast du denn erforscht? Ein bisschen was. Ja, nicht alles. Was heißt ein bisschen was? Also du wirst mehr haben, ich nehm's mir gerne an. So, ja, nimmst mal lang. Gerne an. Ja. Forschung erlangt. Hast du jetzt echt alles? Guck mal rein, auf jeden Fall. Ich hab mal, da kann ich ja nicht reingucken, weil da steht nur Forschung erlangt. Forschung erlangt? Ja. Kannst du dann. Guck halt mal. Guck mal jetzt bei dir ins Faumkraft rein. Muss ich ins Faumonomikum mal gucken. Aber ich muss erstmal hier meine Glasflaschen wieder aufsammeln, die sind ja teuer, weißt du ja. Dazu hau ich Quarzglas raus, natürlich. Oder Siliciondioxid, das brauche ich doch alles. Ich hau Gummibaumbräuchel raus, davon habe ich genug. Okay. Hier hast du dein Buch übrigens wieder. Wo bist denn du? So, ja. Komm mal her. Hier, kannst du mir später nochmal geben, wenn du weiter forscht. Haha, da brauche ich wenigstens dich. Dann muss ich mal hochgucken. Ja, genau. Hopp. So, das können wir dann später halt vielleicht mal machen oder sowas in die Richtung. Hopp. Dann kann ich mal deine Maschinen vielleicht mal mit benutzen oder sowas in die Richtung. Ja, da habe ich ja halt sowieso halt gesagt, das sollte nicht das Problem sein, solange du halt, wenn die was drin ist, nichts blockierst. Jetzt steht der doofe Kopf hier oben an Enderman. Komm mal her. Der wird wahrscheinlich aus der Mob-Farm entkommen sein. Ach nee, kann gar nicht. Kann gar nicht. So, jetzt haben wir noch gekommen. Also, ich habe jetzt, es stand ein paar Mal Forschung erlangt da. Ich nehme an, ein paar wird er mir schon freigeschalten haben.
Also ich habe die erste Seite habe ich jetzt komplett sogar, außer dem Dekonstruktionstisch. Soweit bin ich. Bei der ersten Seite. Ach so, die erste Seite hast du gemacht. Meisterhaft in Odientaften, nur die im Glas, alles klar. Wunderbar. Hast du das alles gemacht gehabt? Oder hast du es nicht gemacht? Nee, da, auf der ersten Seite habe ich mich noch nicht drauf konzentriert. Ich hatte erstmal nur, ich hatte angefangen und nur den Fokus gemacht, das Graben. Sonst habe ich mich noch nicht großartig mit beschäftigt. Achso, okay, gut. Und dann müsstest du auch gesammelt bei, dann müsstest du bei Thaumaturgie müsstest auch du Nodienstabilisator oder sowas haben, auf jeden Fall, ne? Thaumaturgie hatte ich Fokustasche, die Fokis. Ein Stabilisator habe ich nicht, nur Großholzstabkern. Das musst du links oben. Hast du das nicht dort oben? Ach, da oben in der Ecke, alles klar. Links oben, Nodienstabilisator und Wissennutzung. Nodienstabilisator, genau. Ja, okay, dann funktioniert das ja auf jeden Fall. Ja, ist schön. Oh, Dankeschön. Kannst du öfters mal machen. Das glaube ich dir. Okay, gut, ich mach mal hier ein bisschen weiter. Alles klar. Jawohl, mach das. Mhm. Mach das. Dankeschön. Ja, wie gesagt, Maschinen nutzen, ansonsten war ja sowieso schon gesagt, kannst du gerne machen, nur nicht übertreiben und wenn die Maschinen gerade besetzt sind, halt nichts rausholen, was draußen ist, dann musst du halt warten, bis das Zeug fertig ist. Gut, wie gesagt, das eine oder andere, den einen oder anderen Vorteil werde ich vielleicht mit daraus dann ziehen halt, weil mit Industrial Craft kenne ich mich auf jeden Fall ein bisschen besser aus und ich habe eigentlich momentan auch relativ viele Rohstoffe, was jetzt Kupfer und Co. angeht. Mir fehlt ein bisschen das Silber halt momentan. Also das ja, Silber ist bei mir Mangelware. Ärgerlich. Kupfer ist bei mir, kann ich dich zuscheißen damit. Ich kann dir auch, Kupfer habe ich auch 1000 Stacks Eisen viel. Geben, wenn du das möchtest. Ja, also ich Eisen habe ich genug, hab Kupfer habe ich genug. Alu habe ich ein bisschen was, aber halt nicht genug, das ist kein voller Stack mehr. Und ist halt so, wie es ist. So, Fluxkristall, so, wo war ich denn? Okay, ich mache erstmal weiter, ich mute mich mal, damit ich weiterkomme. Ja, genau, mach mal. So. Okay, gemutet. Ich wollte jetzt so einen Logikprozessor bauen, genau. Dazu brauchte ich... Was denn schon wieder? Ich gucke einfach hier. Genau. Gedruckter Logikschaltkreis, ein bisschen Gold schon wieder. Ich brauchte zwei Logikprozessoren, ne? Das heißt, ich brauche schon wieder zwei Gold. Das ist doch nicht. Genau zwei, wie ich noch habe. Wahrscheinlich habe ich drüben auch noch einen Haufen liegen jetzt mittlerweile oder irgendwann werde ich genug haben. Aber momentan ist Gold doch ein bisschen Mangelware. Ich könnte hier unten zwar noch die ganze Ecke da abfarmen und aus dem Vanadium kriege ich wahrscheinlich auch noch Gold raus. Das ist sehr hochwahrscheinlich, müsste ich mal gucken. Aber im Moment ist das halt nicht der Fall. So, wir machen es mal so. Ich stelle mal hier dahinter die Kiste. So. Weil wenn ich hier hinten dahinter die Kiste habe, kann ich hier hinten drauf zugreifen, kann da das Gold reinklatschen. So. Und brauche Logikdruck. So. Okay. Logikdruck. Okay. Wollte gerade sagen, sah jetzt aus, als hätte ich hier mehr aus Versehen ein Erz verdoppelt, war aber nicht der Fall. Er hat sich doch wieder resettet. So, dann brauche ich noch zwei von denen. Achso, hier oben. Lalalalalal. Eins, zwei. Wunderbar, die haben wir auch. Das wieder raus. Das da unten rein. Alle beide geht ja nicht. Mist. Das dahin. Redstone. Ich muss das echt mal so machen, dass das bald automatisch zugeführt wird. Ist doof, dass du es immer reinlegen musst, aber naja, gut, kriegen wir auch hin. Ist ja jetzt nicht so, als würde das so extrem viel Arbeit beantworten. Verantworten, weil da heißt das. Brauchen. Brauchen vielleicht besser. Genau. Besser. So, woran crafte ich denn eigentlich immer noch? Ich crafte immer noch hier unten am ME-Schnittstellenkonsole, genau. Nee. ME-Konsole, normal. Genau, dazu brauche ich hier Formationskern, Flux-Staub, den Flux habe ich gemacht. Ich sollte das Zeug nur mal in Macerator hauen oder so. Mache ich gleich mal. Zertes Quarz normal, kriegen wir hin. Also gehe ich mal rüber, haue das mal drüben in den Macerator, weil das vielleicht günstiger ist. Oder wir machen es einfach so. Teste das mal hier. Flip. Kann ja mal hier reingucken. Vielleicht habe ich sogar schon welchen. Flux habe ich noch nicht gemacht, ne? Hallo? Geht auf, genau. Nee. Sieht nicht so aus. Sieht überhaupt nicht so aus.
bin ich beruhigt. Irgendwie. Ach ja. Es ist kaum zu glauben, ich crafte am Immunsystem. Wie lange ist das her? Das geht doch ein bisschen schneller hier. Okay. Das klingt wieder hier rein. So. Flugstast. Juhu. Juhu. Ich glaube, das wird irgendwie. Irgendwie. Aber wann und wie, das weiß ich nie. So. Hierhin. Bitte anmachen. Dankeschön. Die Dinger können erstmal raus. Fluix. Wie ging denn das schon wieder? Wo ist denn das Teil? Da. Hm? Wunderbar. 2 Stück. Okay, das hatten wir. Dann ME-Konsole. Hüp. Was war denn das? Oder habe ich die falsche gecraftet? Ah, nee, ist ein anderer. Okay, da brauche ich reiner Netherquarz. Netherquarz. Na toll. Gut, dann machen wir halt. Wir haben ja alles das dahin. Das dahin. Netherquarz habe ich nämlich nicht einstecken, sehe ich gerade. Ich weiß aber, dass ich noch welchen habe. Hoffe ich. Vermutlich hier an der Wand. Irgendwo. Apatit, nein. Ja, immer diese Microlex gefallen mir nicht, aber ja, gut, müssen wir mit leben. Jetzt gehen wir mal auf hier. So. Dieser Block ist verschlossen, gar nicht. Nicht für mich. Schließlich mein Block. Okay, Netherquarz habe ich nicht hier drin. Dann ist es vielleicht in dem hier. Verdammt. Neun. Ich habe doch nicht nur 3 Netherquarz gehabt, hallo? Schwertblade. Ich finde kein Netherquarz. Na, drüben wird noch welche sein. Zumindest da bin ich mir sicher. Also gehen wir mal hier hin. Und gucken mal hier rein. Erstmal so. Nether, das geht nämlich schnell leer. Und dann die Leuchterpanels nicht rausschmeißen. Nein. Und dann gucken wir mal hier rein und sehen, dass wir nichts sehen. Ah doch, hier. Netherquarz. Puh. So. Okay, dann kann ich das Teil auch noch schnell craften. Hip. Rein da. Zusammenwursteln. Das dahin. Das dahin. Das da deaktivieren einfach mal. Was kam noch? Wo ist eine andere Logikdruck hin? Habe ich die auch alle verwurstet? Ernsthaft? Oder habe ich den noch? Kann natürlich sein, dass der noch unten drin ist. Also rennen wir mal runter. Ja, so bin ich. Einfach mal runter. Runter, rauf, rein, hin und her. Das ist doch nicht schwer. So, da ist er. Wusste doch. Ich wusste doch, dass ich noch einen dritten gemacht habe. Wupp. Okay. Nein. Was wollte ich? Hier Crafting. Beziehungsweise Project Table, nicht Crafting Table. Darf man nicht verwechseln. So, Logikdruck da. Leuchtefeld da. Und wir haben eine ME-Konsole. Okay, was einfach noch fehlt, ist der Speicherplatz. Dann müsste eigentlich alles laufen. Theoretisch. Beziehungsweise ich brauche, glaube ich, noch ein Kabel. Werden wir gleich sehen. Und das Ding können wir noch ein bisschen umsetzen. Ja, kleiner Huster. Musste auch mal wieder sein. Kam ja viel zu lange nicht durch. Ich muss oben erstmal wieder aussortieren. Und ich brauche noch so ein ME-Kabel. Das muss ich noch schnell machen. Dann muss ich gleich mal gucken, wie die Dinger wieder gingen. Ich habe ja noch welche. Okay, hat sich gerade erledigt. Ich gehe wieder runter. Wer wollte aber eh die Spitzhacke mitnehmen, die ich irgendwo mal wieder nicht mit habe. Mist. Warum ich überhaupt so viel Schrott im Inventar habe, das frage ich mich jedes Mal aufs Neue. Okay. Ich tue mal das ja auch einfach mal erstmal raus. Werden wir wahrscheinlich dann bei Gelegenheit wieder umräumen. Ist gar keine Spitzhacke mehr da oder habe ich die einfach nur kaputt gemacht? Ich finde gerade nicht. Oder habe ich die mal weggeschmissen? Das würde ich mir ja auch zutrauen. Oder ich habe sie hier reingelegt. Das kann auch sein. So. So. Auch wenn ich nicht weiß, ob es jetzt die richtige ist, aber so, es ist eine Spitzhacke. Was will man mehr?
So, das heißt hier hinten. Das Teil mal kurz abgebaut. So. Das stellen wir nämlich hier daneben. Bom. Weil hier oben drauf, wenn ich mich nicht irre, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig zusammenbaue, aber ich denke schon. Das da, das Leuchtfeld nicht. ME-Konsole. Vorn ran. Und dann jetzt mal reingucken hier, vorsichtig. Hm? Ja! Ja! Schön! Ich habe noch keinen Speicherplatz, deswegen geht da gerade nichts rein. Heißt im Klartext, was wir noch brauchen. Ad Apple ist eine Festplatte. Erstmal für ein rudimentäres System, wo wir da erstmal zwischenlagern können, ist das ja schon mal ganz gut. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Vorteil. Wo ist denn die Festplatte? Los, Block Paint nehmen? Nee. Drahtloser Zugangspunkt, den will ich jetzt auch nicht. Irgendwo wird das Teil ja wohl sein. Ach, hier unten. Tragbare Zelle, gespeicherte Zelle, Energie. Ah nee, das sind Zellen. Zugangskonsole. Biometriekarte. Geladener Stab. Kabelfassade. Ich finde sie gerade nicht. Heißt das Ding auch Festplatte? Ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie sie genau aussieht. Sowieso. Ladegerät. Drahtloser ME-Zugangspunkt. Ich dachte, ich hätte die letztens mal gesehen. Fortgeschrittene Karte. Mann, Redstone-Karte, Beschleunigungskarte, Kapazitätskarte, Fertigungskarte, Ungenauigkeitskarten. Nein, das sind solche Karten. Ein ME-Annihilationsfeld, toll, sowas kann ich gebrauchen. Ich gucke jetzt gleich mal kurz. Oh, da unten ist er doch, ist er das? Sichtzelle? Nee. Verdammt, ich. Oder. Ach, so sehen die aus, alles klar. Modpack halt, ne? Beziehungsweise Resource Pack, kreative ME-Speicherzelle, die will ich haben. Dummerweise kann ich die mir nicht herstellen. So, 1K ME stellen, 4K, 16K, 64K. Wir gehen erstmal von der 1K aus. So, da brauchen wir eh schon genug. Quarzglas. 1K ME-Speicherkomponente, die wird es erstmal werden. Noch so ein Logikprozessor. Zertus-Quarz, ja, sollte machbar sein. Also brauche ich noch Logikprozessoren. Insofern gehen wir mal hoch. Ich mach mal 4 Stück oder so. Nein, wir gehen nicht hier hoch. Weil ich das Zeug ja alles noch im Inventar habe. Zumindest diese. Gold habe ich nicht im Inventar. Mist. Ich komme gleich wieder. Ich kann ja erstmal hier die Logik... Nee, kann ich nicht, weil dann habe ich wieder zusätzlichen Spot im Inventar. Also ich gehe erstmal hoch. Ich gehe erstmal hoch, weil oben ist so schön. Da gefällt es einem so schön. So, gehe ich hierher. Sehe, dass ich hier Sulfur habe und hier habe ich auch Sulfur. Das ist kein Gold, das ist doof. Mach mal auf hier. Danke. Nein. Nee. Nee. Also, hier brauche ich nicht durchsuchen, da wird nichts sein. Aber eventuell hier drüben. Da, lass mich doch mal durch. Ei, ei, ei. Was für eine Sauerei. Da haben wir 12 Gold. Mal gucken. 4 Stück wollte ich machen. Erstmal von diesen 1K ME-Dingern, wuhu. Es fehlt nicht mehr viel, Leute. Es fehlt nicht mehr viel. Dann müssten wir endlich so weit sein, dass wir so weit sind. Redstone habe ich noch mit, okay. Silikon habe ich auch mit, okay. Was willst du mehr? Vielleicht willst du einfach nur hier mehr das Zeug hier rein. Wo ist denn der Logikdruck? Gravur, Gravur. Silizium. Konstruktion, Logik. Okay. War das nicht richtig? Logikprozessor. Gravurlogikdruck. Goldbarren. Doch. Leck. Leck wieder. War nur wieder Leck. So. 4 Stück hatte ich gesagt. Oder machen wir gleich 6? Oder machen wir gar gleich 10? Nee, ich mach erstmal. Ich mach mal 6. 6 ist eine gute Zahl. 6 ist immer was Schönes. Was willst du mehr? So, Quarzglas müssen wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen machen. Heißt, ich werde wahrscheinlich noch mal ein bisschen Netherquarz oder so schreddern müssen. Sollte aber kein Problem sein. Wupp. Spätestens in der nächsten Folge haben wir das fertig.
Ich werde in dieser Folge noch diese 6 anderen Silikondrucken machen und das Zeug zusammendrücken. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.